What is up, YouTube? Und seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Pickup-Episode. Pickup-Episode sagt dir, Lario, du willst doch Sachen loswerden. Du hast doch viel, viel, viel zu viel. Und ja, das stimmt. Ne? Ich habe ja auch meine Garage Sale am letzten Wochenende gehabt. Da ist auch einiges weggegangen. Super cool. Unter anderem der Air-Hockey-Tisch. Und darum sitzen wir heute hier am Wohnzimmertisch. Und ja, wir gucken uns ein paar Neuzugänge an. Ich hatte ja einen Trade-In gemacht bei der Retro-Store. Da ist einiges an Credit gekommen. Dafür habe ich mir ein paar Sachen gekauft. Und genauso sind auch noch, ja, so 1, 2, 3, 4, 10 Kleinigkeiten aus dem Internet gekommen. Die möchte ich euch heute zeigen. Ich hoffe, euch gefallen die Pickups. Und wir starten direkt los mit Artonellico. Artonellico, ihr erinnert euch, das hier hatte ich in der in Hollywood gefunden, ne? in dem Game Dude, in diesem riesig coolen Laden, in dieser wunderschönen Edition. Und ich habe mich dann bezüglich Artonellico ein bisschen schlau gemacht. Von dem Spielchen gibt es ganze 3 Teile. Die gibt es für die PS2, aber auch für die PS3. Damals bekommen der 2. Teil, ne? Das ist dieses, wie heißt es noch? Da steht's, Melody of Metafanica. Ne? So, habe ich schon ein bisschen geguckt. Was gibt's da noch? Gefunden bei Mercari. Der 1. Teil, auch für die PS2 und auch in diesem richtig, richtig schönen, ja, in der Special Edition. Die gibt es so ein paar nicht, ne? Das Spiel, wie gesagt, schon. Und ja, wenn wir hier reingucken, ich schiebe mal den Wein zur Seite. Oder auch nicht. Na komm. So. Wir gucken hier mal rein. Ne? Und in dieser schönen, schönen Artbox. Die Box wurde uns bezeichnet als, ja, die hat total viel Wear und ist nicht mehr so schön. Ja, die hat da oben einen Knick und so. Aber hey, völlig in Ordnung meiner Meinung nach. Voll cool. Hier drinne ist natürlich das Spiel selber. Gucken wir mal hier. Zack, der 1. Teil. Tutti Completti mit Anleitung und Disc. Die Disc sieht super schön aus. Plus, voll cool, das Artbook. Ne? Das hatten wir bei dem anderen Teil ja auch dabei. Richtig schön gemacht und als wäre es nie offen gewesen, wenn ich hier so blättere. Ne? Sieht voll gut aus. Und zack. Jetzt hätte ich gedacht, hier hinten wäre noch die CD drin. Das ist hier gar nicht so. Ne? Ich hatte jetzt, ja, weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Muss hier keine CD dabei sein. Oder ist das nur, zack, jetzt nehmen wir mal den 2. Teil ganz kurz. Ich meine, hier war nämlich, hier ist sogar zu, machen wir mal kurz auf. Im 2. Teil war eine CD dabei, ne? Ja, guck mal, ach nee, die ist sogar hier in der Box drinne. Das war der Unterschied, ne? Der 2. Teil hat die, Soundtrack-CD dabei. Und die ist hier im 1. Teil nicht dabei. Ich glaube, die ist grundsätzlich nicht dabei. Die würde nämlich hier gar nicht reinpassen. Na, hier passt genau die Spiel-CD rein. Und das Artbook an dieser Stelle. Jetzt gucken wir zur Vorsicht nochmal. Nee, hier ist auch nirgendwo, ne? Hier oben sieht man das. Ich komme ein bisschen näher. Auch nicht die Rede von einer Soundtrack-CD, ne? Sondern nur dem Beautiful Hardbook Artbook. Hardbook Artbook, sehr schön. Hardcover Artbook natürlich. Ja, und kein Soundtrack. Naja, und das musste dann natürlich auch sein, eben weil ich mir gedacht habe, super schön im Regal, ne? Dann kannst du die beide total cool nebeneinander stellen. Und wie gesagt, ich hatte dann weiter geschaut zu dieser RPG-Reihe und es gibt da noch einen PS3-Teil und ja, den gibt es auch in PAL. Aber auch hier habe ich gedacht, ja, dann muss es auch hier die Special Collector's Edition sein. Ne? Das ist jetzt Artonellico Quagga. Wie gesagt, das ist der 3. Teil dieser RPG-Reihe. Ist auch der letzte, der bis jetzt erschienen ist. Einen 4. Teil gibt es nicht. Und guck mal hier, zack, voll cool. Hier drin ist natürlich das Spiel, ne? Samt Anleitung hier drin, alles gut. Dahinter ist noch der Soundtrack, ne, der ist jetzt nur beim 2. Teil, gibt es keinen Soundtrack. Und voll schön, ich gucke, ob ich das hier rauskriege, so. Ohne die Kamera umzuschmeißen, sehr gerne. Na komm, zack. Dieses wunderschöne, ne, Official Visual Book. Guck mal, wie geil das aussieht. Voll schön und auch hier, guck mal, als hätte es nie einer aufgehabt. Ne? Das ist voll schwer aufzuklappen. Und ja, voll cool. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Richtig gut gemacht und ja, da musste einfach auch hier diese Sonderedition, diese Special Edition, oh, ist ja fast die Kamera umgefallen. Ich kann das noch nicht so gut aus dieser Perspektive. Ja,
die musste dann einfach her, voll cool, Arthur Nelico. Damit habe ich die Serie jetzt komplett, ne? Sowohl die PlayStation 2 Titel als auch die PlayStation 3 oder der PlayStation 3 Titel, voll cool. Hier echt ist überhaupt nichts dran, die Kanten, das sieht alles ganz, ganz toll aus. Ja, Arthur Nelico, der dritte Teil, ne? Wie heißt er? Knell of RCL. Ja, Knell of RCL. Tja, so sieht's aus. Cool Stuff, freue ich mich total drüber. Die Arthur Nelico Serie jetzt bei mir in der Sammlung. So, apropos in der Sammlung, wir machen mal kurz einen kleinen Diskurs. Und zwar hatte mich über Facebook der Tobias angeschrieben. Und Tobias hat gesagt, oh Mensch, hier coole Videos und so. Und ich würde dir gerne von meiner Band eine CD schicken. Du stehst doch auf rockige Musik, oder? Also rockige Musik? Das kann ich natürlich. Ja, und es dauerte ein paar Tage und dann kam aus der Schweiz ein kleines Päckchen an. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, mein Weinglas hier. Das steht auf so einem, ja, auf so einem kleinen Untersetzer. Und da sieht man es schon, ne? Broken Fate, so heißt die Band von dem Tobias. Reborn, das Album. Und das hat er mir freundlicherweise geschickt. Ich musste es suchen vor dem Video. Meine Frau hat mir die CD weggenommen. Und das Reborn-Album, ja, das ist die ganze Zeit in ihrem Auto jetzt gewesen. Und ich habe es erst einmal gehört und dann habe ich die CD vermisst. Ja, sie hat es mir weggenommen. Richtig, richtig coole, ja, Rockmusik, ne? Also wenn ihr in den 90ern irgendwie auf Metallica gestanden habt, dann seid ihr hier zu Hause. Ich fühle mich auf jeden Fall super zu Hause. Ganz tolles Album. Und auch das finde ich auch total schön. Ich versuche es mal rauszumachen, ohne dass was kaputt geht. Das ist bei so dicken Booklets ja immer schwierig. Aber ich stehe auf dicke Booklets. Ne? Das ist wie bei Spielen. Eine Anleitung muss dabei. Und auch hier, ne, richtig gut gemacht. Das wie früher. Und das finde ich total cool. Ne? Du hast zu jedem Lied den Songtext hier drin stehen. Und hier, guck mal. Das ist der Tobias. Der hat mir das geschickt. Voll cool. Vielen Dank nochmal an dich. Ne? Tolles Album. Ich glaube, meine Frau, ja, die wird es vermissen morgen im Auto. Jetzt ist es erstmal bei mir und kommt in mein Auto. Voll cool. Absolut zu empfehlen, die Jungs. Gefällt mir richtig, richtig gut. Tolles Album. Und die gibt es auch schon richtig lange. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so eine, oh, wir haben mal eine CD aufgenommen. Die Jungs gibt es scheinbar schon länger. Schaut mal bei YouTube vorbei. Ne? Da gibt es auch einiges an Musikvideos von den Jungs. Broken Fate. Wenn es rockig sein darf, dann darf es sehr gerne Broken Fate sein. Geiles Ding. Vielen Dank nochmal, Tobias, für die CD. Und natürlich, hey, den Untersetzer, da ist er. Warte. Für mein ganz wichtiges Weinglas an dieser Stelle. In diesem Sinne, cheers. Erstmal einen Schluck Wein trinken. Und dann gibt es noch ein paar mehr Games. Natürlich. Super lecker. Super gut. So, zack. Weiter geht's. Ich hatte ja gesagt, es gab ein bisschen Trading Credit. Ihr seht hier links schon was liegen, ne? Hier liegt als erstes das Final Fantasy X und X2. Ja, für die Switch. Und ich habe mit mir gehadert, ne? Ich hatte eigentlich keinen Bock, das zu unterstützen. Ich finde es fürchterlich, das war bei Mega Man schon so, wenn ich einen Teil des Spiels auf die Cartridge packe, ne? Die Cartridge kann ich euch übrigens gerade nicht zeigen. Der Code ist eh schon benutzt, also könnt ihr gerne sehen. Ein Part packe ich auf die Cartridge und die andere, ne, das mache ich hier als Download-Code. Hört auf mit so einem Mist. Also fand ich ganz furchtbar. Ich habe echt lange, lange überlegt, kaufst du dir die Asia-Version von dem Spiel? Ne? Da sind nämlich beide Spiele auf der Cartridge und nicht so ein alberner Download-Code. Päh. Naja, immerhin gab es noch so einen kleinen Flyer dazu mit Final Fantasy-Themen. Das fand ich ja ganz cool. Aber wie gesagt, eigentlich, ne, geht das gar nicht. So, was übrigens auch überhaupt gar nicht geht. Das hier, ne, in USA kostet 49,99. Ich glaube, das ist der gleiche Preis wie in Deutschland. Ich bin mir nicht sicher. Und im E-Shop kostet das auch 49,99. Sag mal, was glaubt ihr denn? Das hat hier irgendwie, ich verstehe es nicht. Ist aber völlig egal. Das Spiel ist natürlich das absolute Mega-Highlight und überhaupt, ne, habe ich damals auf der PlayStation 2 über alles geliebt. Und ich bin jetzt nächste Woche auf Dienstreise und werde sehr lange in Flugzeugen sitzen. Und ich freue mich drauf. Ne? Wie hieß es noch? Blitzball? Klasse. Ja, das ist, freue ich mich sehr, dass ich es habe. Auch wenn ich diese Politik mit lad doch den zweiten Teil runter echt wirklich nicht leiden kann.
Final Fantasy X und X2 für die Nintendo Switch. Jawohl. So, lasst uns mal kurz über die PlayStation 4 reden. Und lasst uns mal kurz über halbnackte Frauen und Zombies reden. Ihr kennt das Spiel mit Sicherheit. Es ist aber, soweit ich weiß, nicht in dieser Edition in Deutschland erschienen. Onchanbara Z2 Chaos. Das ist eine Reihe, ne, mit diesen Vampir-Chicks, hätte ich was gesagt, mit diesen Vampir-Schwestern heißt das natürlich. Mit diesen Vampir-Schwestern, die Hacken, Slashen und Zombies killen. Voll cool. Gab's auf der Wii schon was zu, gab's schon was auf der 360. Voll gut, hier ist auch der Spruch ganz großartig. Bikinis plus Swords plus Zombies plus Chainsaws gleich Chaos. Das kann ich mir vorstellen. Und ja, das stand in der Retro-Store, ne? Und ich hatte ja den Credit über die vielen Spiele, die ich da hingebracht habe. Und ich fand die Edition so hübsch. Und ja, die hat auch noch ein DLC. Guck mal hier, hier steht's, ne? Das ist nämlich die Banana Split Limited Edition. Sagt ihr Banana was? Banana Split? Ja, passt mal auf. Ich habe, es ist so ein bisschen, ich zeige es euch. Ich zeige es euch kommentarlos, die Banana Split Edition. Hier drin ist nämlich, na klar, das Spiel, alles gut, ist an dieser Stelle nicht hier, weil ich es gerade in der PlayStation habe. Und es gibt den DLC für die Banana Split Kostüme. So, und mehr sage ich da jetzt nicht zu. Ich tue das jetzt hier wieder rein und sage euch, es ist ein richtig cooles Zombie-Hack-and-Slay mit Vampire-Chicks. Neben dem Spiel und dem DLC, den ich natürlich schon runtergeladen habe, gibt es hier ganz cool so ein Artbook dazu, was auch einen großartigen Titel hat. Guckt mal hier. Behind the Bikini. Fantastisch. Und das ist richtig gut gemacht, ne? Richtig hübsch gemacht. Die ganzen Monster und Zombies und tralala. Und ganz hinten ist auch nochmal dieses, hatte ich eben erwähnt, ne, dieses Bananenkostüm. Da wollen wir nicht weiter drüber reden. Plus, da stehe ich ja immer total drauf. Neben Banana Split gibt es hier nämlich auch noch einen Soundtrack. Wie cool. Und das Spiel selber, das macht einfach nur Spaß. Es ist richtig coole Musik. Die Dialoge sind knackig. Und ja, Zombies, eine Kettensäge, Schwerter und ja, gib ihm. Richtig geil. Onchanbara Chaos Z2 Chaos, wie auch immer. Richtig cool. Stand in der Retro-Store für $45. Das ist im Vergleich gar nicht mal so billig. Denn wenn du das hier einzeln kaufst, kostet das Spiel, ich glaube, das ist in Deutschland auch so, da bist du mit rund 20 Euro locker dabei. Das ist nicht teuer. Und ey, einfach mal zum Abschalten und mit der Kettensäge durch die Zombies rennen. Cooler, cooler Stuff. Und Onchanbara, ja, immer wieder gerne. So, weiter geht's mit, zack, das geht hier mal rüber. Weiter geht's hier, guck mal, mit Dragon's Crown. Wisst ihr noch, auf der PS3, Dragon's Crown, das war dieses, ja, das ist hier wie, so ein bisschen wie Odin's Sphere, ne? Von der Seite, so ein Action-RPG, wo du die unterschiedlichsten Figuren aussuchen kannst. Und es gab auch hier, weiß ich gar nicht, meine Amazonen, Zauberer, alle völlig überzeichnet, aber richtig cool. Und ja, das Spiel ist jetzt nochmal neu rausgekommen für die PS4. Und zwar in so einem richtig, richtig schönen Steelbook. Und das war gar nicht teuer. Ist es in Deutschland auch nicht. Auch hier 25 Euro, glaube ich, die Ecke. Und ja, das ist die sogenannte Pro-Version. Jetzt sagt er, was ist denn hieran anders? Nicht viel. Ne? Wenn du keinen 4K-Fernseher hast, dann kannst du auch gerne bei der PS3-Version bleiben. Das Einzige, was hier anders ist, ist noch so ein orchestraler Soundtrack dabei. Der Rest ist wirklich nicht viel anders. Aber wenn du das Spiel damals auf der PS3 nicht gespielt hast, ja, dann kann ich euch oder dir oder wem auch immer das hier echt empfehlen. Ne? Dragon's Crown Pro, ein richtig, richtig schönes Action-RPG. Und hier ne, von Atlus, cool Stuff. Da freue ich mich drüber. Das kam übrigens von Amazon an dieser Stelle und nicht aus der Retro-Store. Aber aus der Retro-Store, das nehmen wir zur Seite, ein bisschen was habe ich noch, ist nicht mehr viel. Aber, guckt mal hier, der RPG Maker, ne, da gibt es ja mehrere Teile für. Ich glaube mitunter auch fürs 3DS irgendwie was. Und der erste, der allererste, der in, ja, in der westlichen Welt rausgekommen ist, ist der RPG Maker für die PS1. Und ja, da kannst du RPGs erstellen, ne? So richtig schön 16-Bit-like.
baust du dir da deine Dungeons und deine Story und. Ist ganz ehrlich ohne Maus und Keyboard ein bisschen anstrengend. Das Ganze kommt daher mit ganzen 2 Anleitungen. Ne? Fand ich auch total cool irgendwie. Eine CD, aber 2 Anleitungen. Ne? Da geht es einmal um, was steht da drauf? System Data und. Und hier geht es um die, den Anime Maker und den, ich kann es kaum lesen von hier, und den Szenario-Modus. Ja. Cool Stuff ist, wie ihr seht, ganz schön was zu lesen, wenn man so ein RPG erstellen will. Ich wollte das unbedingt mal reinlegen, weil was total cool ist, du kannst mit dem Spiel klar das RPG erstellen und dann kannst du es auf deine Memory Card abspeichern. Voll cool, und die kannst du deinem Kumpel geben. Der braucht leider auch das Spiel, sonst geht das nicht. Aber dann kann er das von dir erstellte RPG spielen. Cool, oder? Der RPG Maker. Ich bin gespannt, ich muss mal gucken, wie ich da klarkomme mit dem Controller. Aber ist US Exclusive, stand in der Retro Store für ganze $12. Ja, und da habe ich den RPG Maker gerne für die Sammlung mitgenommen. So, es fängt draußen gerade an zu regnen. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich habe aber nicht mehr so viel. Ich habe für euch noch Gargoyles fürs Genesis. Mal wieder Sega. Sega ist ja nicht so oft hier, ne? Und das Gargoyles ist ein US-exklusiver Titel. Stand in der Retro-Store. Ist nicht günstig, ne? Stand in der Retro-Store für $60. Findest du aber eigentlich bei eBay hier nicht unter 80. Das Ding ist tutti kompletti, ne? Schaut mal hier. Das ist in so einer coolen Papphülle. Das ist ja recht selten, dass es die Genesis Games in der Papphülle gibt. So, du hast die Cartridge selber, ne? Die sieht noch recht schön aus, Gargoyles. Ist ein Disney-Titel, ne? Total verrückt. Das Einzige, was hier nicht ganz okay ist, ist hier diese Lasche ist ab. Aber mein Gott, die Lasche ist ab. Dafür ist hier drin, guck mal, alles. Selbst bei eBay habe ich es nie nicht gefunden, dass alles dabei ist. Ne? Hier, guck mal. Die Registrierungskarte. Die Registrierungskarte an Buena Vista International, ist ja verrückt, in Denver. Oh, Fernsehsendung Denver. Dann ist dabei hier die Anleitung natürlich in schönem Zustand. Hier noch so ein, weiß gar nicht, was das ist, Transformers Instruct, was auch immer das ist, Megatron, keine Ahnung, gehört scheinbar hier rein, vielleicht aber auch nicht. Interessant. Wenn ihr das wisst, ne, sagt mal Bescheid. Das sieht irgendwie aus wie eine, es sieht irgendwie aus, Set Includes, wie eine Anleitung für so eine Action-Figure. Naja. Und last but not least ist hier drin, und das finde ich total mega. Ich kriege es hier mit Sicherheit nicht auf die Kamera, weil es zu nah ist. Ein richtig geiles, großes Poster in so einem richtig super Zustand noch. Bevor ich mich jetzt, komm, wir versuchen es trotzdem. Boah, guck mal hier. Wie geil ist das denn? Ich kann es sehen, ich finde es geil, ihr müsst mir einfach glauben. Ne? It's 1995, nothing's changed, Gargoyles Video Game. Wie geil. Ne? Also richtig cool, von 1995 offensichtlich. Ja, cool stuff, Gargoyles, wie gesagt, Retro-Store $60 bei eBay. Kostet es oftmals eine Mark mehr, voll cool, da freue ich mich drüber. So, 2 Sachen aus der Retro-Store noch, und zwar für je $2. Unglaublich, wusste ich nicht, dass es das gab. Das Xenosaga, die DVD, das ist der Manga quasi, zu Xenosaga Teil 1 und Teil 2 gibt es da auf DVD. Voll cool, und ja, die standen da für $2, ne, oder 2,50, und da habe ich die natürlich total gerne mitgenommen. Xenosaga oder, ne, Amelai Xenosaga geht natürlich immer. Apropos geht immer und habe ich noch nicht, und bin ich traurig, dass ich nicht habe. Ich habe es auch noch nicht günstig gefunden. Vanguard Bandits, dieser großartige Klassiker von Working Designs für die PlayStation 1. Habe ich die Strategy Guide gefunden auf dem Amazon Marketplace, und ich hatte erwartet, dass ich so eine DIN A4 Guide wie immer kriege. Nö, ich habe ein ganzes Buch gekriegt. Richtig schön für, ich glaube, $10 die Ecke. Und ist von außen schon, ihr seht das, schon ein bisschen vergilbt und so. Dafür ist drinnen aber alles dabei. Ne? Hier sind, ob ich jetzt auf Anhieb finde, hier sind Sticker drin. Und hier, da guck mal, hier sind Sticker drin. Hier ist irgendwie ein Comic noch drin, Manga. Und halt die komplette Strategy Guide selber. Voll cool. Jetzt brauche ich nur noch das Spiel. Das wäre jetzt gar nicht so verkehrt. Vanguard Bandits, ein ganz toller Titel für die PlayStation 1. Wie gesagt, von Working Designs, und der fehlt mir noch, der geht hier bei eBay locker 120 plus über den Tisch, und
Den hätte ich gerne noch. Ne? Leider in der Retro-Store nicht zu finden, beziehungsweise nicht vorhanden zum Trade. Darum schade, schade. Und mal schauen, ne? Das wäre so eine Quest, bevor es nach Deutschland geht. Ne? Das hätte ich gerne noch. So, genug geredet. Es hat ganz schön hingezogen, hat sich das Video. Wahnsinn, 20 Minuten sehe ich auf dem Timer. That's it, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Thumbs up da. Ich hoffe, wir sehen uns bald in einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario. Verdammt, wir fangen nochmal an. Red, red wine und so. So, jetzt aber, let's go. What is up, YouTube? Ne? Der Wein, so soll es sein. Ist lecker.